Mein Name ist Axel Burkhoff. Ich bin von Capgemini seit ungefähr 2000 und werde den Vortrag über unsere Erfahrungen mit Cloud Computing anbringen. Ich habe drei Themen vorbereitet. Als erstes berichte ich über ein Migrationsprojekt, wo wir ein existierendes System beim Kunden in eine Private Cloud migriert oder portiert haben. Da das nicht so gelaufen ist, wie man das vielleicht von Cloud-Systemen erwarten könnte, werde ich danach mal erörtern, wie das gelaufen sein könnte, wenn wir eine etablierte, bekannte Cloud-Plattform im Internet benutzt hätten. Und als drittes würde ich gerne noch die besonderen Vorteile von Software as a Service erläutern. Die durfte ich in einer einwöchigen Schulung Anfang des Jahres kennenlernen. Das scheint eine sehr interessante Perspektive zu bieten. Fangen wir an mit dem ersten Thema. Bei dieser Migration ging es darum, eine bestehende Java-II-Anwendung von einer physikalischen Maschine, die im alten Rechenzentrum stand, auf ein Private-Cloud-System eines großen Rechenzentrumsbetreibers zu übertragen. Und da wurde eine Plattform as a Service als Zielarchitektur gewählt, weil durch diese Plattform der Betrieb vereinheitlicht und die Kosten gesenkt werden sollten. Das war eigentlich der Sinn der ganzen Aktion. Diese Java-II-Anwendung besteht im Wesentlichen aus drei Prozessen. Die hat einen Datenbankserver, eine Webanwendung und einen Batch-Server, der mit verschiedenen Nachbarsystemen Daten austauscht oder irgendwelche wiederkehrenden Operationen durchführt. Das System kommuniziert hauptsächlich über File-Transfer-Dienste, hat eine ganze Menge von Schnittstellen, also viele Anknüpfpunkte. Und diese physikalische Maschine war zum damaligen Zeitpunkt leistungsmäßig ziemlich ausgereizt. Es gab Phasen, wo die Anwendung langsamer wurde. Und da bei diesem Cloud-Angebot die virtuellen Maschinen in ihrer Leistung beschränkt sind, technologiebedingt, wurde direkt zu Anfang schon entschieden, wir verteilen die Anwendung auf drei virtuelle Maschinen, dann brauchen wir die erstmal nicht in voller Größe zu wählen und haben dann noch Luft nach oben, falls die Anwendung mal mehr Last vertragen muss. Als das Projekt startete, ging es erstmal darum, die Zielumgebung zu definieren. Da waren dann verschiedene Umgebungen geplant. Wir brauchten zum Entwickeln eine, um zu wissen, wohin muss das Ding überhaupt. Dann während des Projekts braucht man irgendwann eine Testumgebung, auf der unabhängig von der Entwicklung getestet werden kann. Und rechtzeitig vor Produktionsbeginn muss dann auch eine Wartungsumgebung bereitstehen, auf der jeweils der Stand, der in Produktion ist, installiert ist, damit man da gegebenenfalls Probleme aus der Produktion nachstellen kann. Sagen Ihnen die Begriffe Produktion, Wartung, was? Platform as a Service gestaltete sich bei diesem System in Form von Software Stacks, sogenannten. Der Anbieter hatte verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, Basissoftware gleich mit zu installieren auf den virtuellen Maschinen. Wir benötigten dann Linux als Betriebssystem, dann den Java II Server, wo der Webserver und der Batch-Server drin laufen und auf der dritten virtuellen Maschine in Oracle als Datenbanksystem. Die konnten wir dann gleich mitbestellen. Damit einhergehend waren aber gewisse Versionsnummern vorgesehen oder festgelegt, auf die wir dann die alte Anwendung portieren mussten, weil die seit langem nicht mehr bezüglich der Software aktualisiert worden war. Dann ging es darum, die Leistung festzulegen. Da war vom Management aus Kostengründen festgelegt, die Leistung der virtuellen Maschinen sollte der alten physikalischen Maschine entsprechen. Das heißt, die drei Maschinen zusammen sollten rechnerisch
dieselbe Leistung haben wie die alte. Storage wird bei diesen virtuellen Maschinen über Netzwerk von großen Plattenschränken bezogen. Da braucht man einfach nur bestimmen, wie viel an Kapazität man benötigt. Da konnten wir uns recht frei bedienen. In dem Zusammenhang war noch ein Dateisystem-Layout festzulegen, weil für diese, insbesondere den File-Transfer, Verzeichnisstrukturen benötigt werden und auch durch diese ganzen Schnittstellen und Skripte, die da irgendwie im Dateisystem arbeiten, ist halt wichtig, wo die Informationen landen. Auch das führte dazu, dass wir an der Anwendung Anpassungen vornehmen mussten. So, dann ging es darum, wie kommen wir überhaupt an die Maschinen ran? Zur Entwicklung, klar, muss man direkten Zugriff haben, damit man die Software installieren, konfigurieren kann. Zum Testen braucht man andere Zugänge, die der Kunde braucht für Test-Clients, also irgendwelche Rechner mit Webbrowser oder sonstige Clients. Scanner werden an dem System benutzt. Dafür werden Zugänge benötigt und bei einem Cloud-System muss dann irgendwie geregelt werden, wie man überhaupt da rankommt. Speziell bei der Private Cloud ist eben nicht gegeben, dass man aus dem Internet von überall her dahin kommt. Und in dem Zusammenhang waren dann auch Logins und Rechte zu klären. Die Rechner in dieser Private Cloud sind in einem sogenannten virtuellen Netz organisiert. Die stehen also zusammen, kennen sich untereinander. Klar, wird benötigt, damit der Datenbankzugriff zum Beispiel gelingt. Die sind aber insgesamt hinter einer Firewall, um die Rechner eben für gewisse Zugriffe freizuschalten und andere zu sperren. Das gibt dem Kunden dann das Gefühl, wir haben hier eine sichere Umgebung. Man kennt die Kritik an Cloud-Systemen, wenn es insbesondere darum geht, bei amerikanischen Anbietern Cloud-Dienste in Anspruch zu nehmen, dann liegen ja meine Daten woanders. Das ist dann problematisch. Als das alles abgestimmt war, wurde dann ganz traditionell mit üblicher Mensch-zu-Mensch-Kommunikation die Bestellung ausgelöst. Das war ganz wieder der Erwartung, wir haben hier mit einem Cloud-System zu tun, wo man sich die IT-Lösung nach Bedarf zusammenklickt. Auch beim Aufsetzen der Umgebung hat der Anbieter in seinem Projektplan, den er uns dann vorstellte, viele Schritte eingeplant, in denen die Umgebung überhaupt verfügbar gemacht wird oder erstellt wird. Es gab offensichtlich viele Beteiligte und der ganze Prozess war laut Plan schon mehrere Wochen lang. Offenbar passierte viel manuell und dieses System besteht wohl hauptsächlich auf Basis von Konventionen, irgendwelchen Konzepten, verwendeten Technologien, aber nicht so, wie man das vielleicht von anderen Anbietern kennt, wo man sagt, ich hätte gerne eine virtuelle Maschine mit Linux sowieso und ein paar Minuten später kann man die einsetzen. Bei der Softwareausstattung haben die eine Konstruktion gewählt, wo Softwareinstallationen erstmal nutzerunabhängig irgendwo bereitstehen auf dem Dateisystem, die dann zusammengemountet werden auf der jeweiligen virtuellen Maschine. So kommt dann zum Beispiel ein gewisses Linux und eine gewisse Oracle-Version auf eine virtuelle Maschine drauf. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn da verschiedene Nutzer dranhängen, darf natürlich nicht jeder in der Installation schreiben. Also muss die Konfiguration irgendwie getrennt werden. Und an der Stelle gab es dann auch Probleme an gewissen Bereichen, wo die Konfiguration eben wieder erwarten gar nicht schreibbar war. Wir mussten dann mit den Anbietern abstimmen, wie wir da überhaupt unseren Anforderungen gerecht werden können. Insbesondere gab es wahrscheinlich unfallmäßig mal irgendwann die Entdeckung, dass zwei getrennte Umgebungen
sich in einem gewissen Bereich denselben Speicherbereich teilten, nämlich bei Home-Verzeichnissen oder Benutzereinstellungen, sodass da, ohne es zu wollen und zu wissen, die Benutzer auf der einen Maschine die Daten von vom selbst oder vom gleichlautenden Benutzer auf der anderen Maschine sehen konnten. Oh, Moment. Ich schalte mal kurz zurück. Da war nämlich noch was. Bei den Zugängen stellten wir fest, dass die mit den üblichen Linux-Mechanismen gelöst waren. Und der Kollege, der sich richtig gut mit Linux auskennt, der meinte dann, normalerweise wird man sowas heutzutage mit Access-Control-Listen realisieren. Bei uns gab es dann die Probleme, dass gewisse Berechtigungen nicht zur Verfügung standen und vom Betrieb auch verweigert wurden, selbst obwohl wir sie anfragten. Und andererseits hatten wir mit den Befehlen Schwierigkeiten, weil wir da Benutzerwechsel vollziehen mussten, was die Befehlszeilen teilweise unhandlich lang und sehr schwer zu verstehen machte. Da dieses System, wie gesagt, mit viel manuellem Aufwand und nach gewissen Regularien aufgesetzt wird, gibt es zusätzlich auch noch Richtlinien vom Betreiber, wie das System zu benutzen ist. Und als wir die Regularien auf unsere Anwendung anwenden wollten oder die Anwendung entsprechend anpassen wollten, zum Beispiel was Verzeichnisstrukturen anging, was der Lieferprozess der Software anging, man muss sich vorstellen, wenn ein Betreiber die Produktionsumgebung verantwortet, dann kann nicht jeder Beliebige da neue Software installieren, sondern der Betreiber will das selber machen. Und die Verfahren und auch Verzeichnisstrukturen waren dann teilweise gar nicht so, wie sie beschrieben waren. Auch da gab es wieder Abstimmungsbedarf. Insgesamt war der ganze Prozess wohl ziemlich aufwendig, fehleranfällig und wir hatten immer wieder mit Support zu tun. Als dann die weitere Umgebungen in Betrieb genommen wurden, merkte sich das auch bemerkbar darin, dass die Umgebungen unterschiedlich waren an Stellen, wo wir das eigentlich nicht erwartet hätten, weil bei der ganzen manuellen Einstellung nicht automatisierbar teilweise, weil wir die Rechte nicht hatten, sind halt manche Aspekte unter den Tisch gefallen und wenn es darum ging, die nächste Umgebung entsprechend aufzusetzen, dann waren dieselben Aspekte wieder nicht gegeben. Hat also irgendwie nicht das Gefühl der eigentlichen Cloud-Vorteile vermittelt. Es fehlte da definitiv an Automatismen und die Einheitlichkeit muss man da irgendwie auch in Frage stellen. Ein besonderer Nachteil war dann auch für uns während des Projekts, wir konnten nicht nach eigenem Bedarf noch eine weitere Testumgebung abrufen, wie das bei Cloud-Angeboten im Internet möglich gewesen wäre. Schauen wir uns den Betrieb an. Als das System irgendwann mal in Betrieb gegangen war, muss man sagen, die Produktionsumgebung läuft zuverlässig, die Leistung stimmt. Wir haben zwar vor Inbetriebnahme auf den letzten Drücker noch ein bisschen an der Datenbank tunen müssen, weil die Tests irgendwie erahnen ließen, dass es nicht ganz reichte. Aber seitdem sind wir sehr zufrieden, was das System angeht. Das läuft im Grunde genommen komplett ohne Notwendigkeit von Neustarts durch. Wenn jetzt mehr Last aufs System käme, dann hätten wir einen gewissen Puffer, was eben die Leistung der virtuellen Maschinen anginge. Aber so ein Automatismus, wo man eine Webanwendung im Internet mit skalieren könnte oder automatisch skalieren lassen könnte, gäbe es in diesem System nicht. Und insbesondere sind wir immer nicht,
immer noch nicht in der Lage, einfach nach Bedarf neue virtuelle Maschinen anzufordern. Da wäre wieder der manuelle Bestellprozess und Einrichtungsprozess notwendig und störend. Eine Beobachtung aus dem Betrieb ist auch noch, dass der Wartungszugriff, wir sind jetzt in Betriebnahme auch der Wartungsdienstleister, und die Zugriffe, die wir da haben, die sind im Grunde genommen nicht ausreichend, um unserer Verantwortung gerecht zu werden. Es gibt da irgendwie so einen kleinen, man muss so sagen, einerseits sind wir aufgrund der Kenntnis über die Anwendung im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass das System funktioniert, was der Betreiber nicht leisten kann, weil er die Anwendung, die interner nicht so kennt. Andererseits hält uns der Betreiber teilweise davon ab, Informationen abzurufen, die wir brauchen, um die richtigen Entscheidungen schnell fällen zu können. Das macht die ganze Sache ziemlich umständlich. Und noch dazu ist kein ausreichendes Monitoring gegeben, das schnell auffiele, wenn irgendwas schief geht. Weil in so einem verbundenen System mit vielen Nachbarsystemen immer wieder irgendwo etwas nicht reibungslos läuft und das führt dann zu Störungen, die dann halt schon mal zu spät auffallen. Schaut man sich die Zuverlässigkeit und Leistung der Entwicklungsumgebungen oder eben der ganzen Nicht-Produktionsumgebungen an, stellt man manchmal fest, dass die Leistung nicht so lückenlos gegeben ist. Manchmal sind die Umgebungen langsamer als sonst. Ab und zu fällt mal eine Netzwerkverbindung aus oder irgendein Service auf anderen Plattformen oder auf der eigenen läuft nicht, wo wir noch nicht wissen, warum. Die Zuverlässigkeit scheint da irgendwie nicht ganz gegeben wie in der Produktion. Im Ergebnis muss man sagen, Monitoring und Betriebsrechte und Pflichten gehören eigentlich in eine Hand, damit das wirklich funktioniert. So, kommen wir zum zweiten Thema. Wie gesagt, bei dieser Cloud-Portierung ist einiges nicht so gelaufen, wie wir es erwartet hatten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie könnte es denn gelaufen sein, wenn wir konkret Amazon mit seinem großen Angebot an Cloud-Leistungen gewählt hätten. Bei Amazon gibt es die Rechenleistung unter dem Begriff EC2, Elastic Compute Cloud. Und es gibt diverse Services drumherum, nach denen man sich im Grunde genommen dasselbe auch zusammenbauen kann. Und das alles per Web-Oberfläche und nach zeitlicher Nutzung abrechenbar. Diese Rechenleistung und Storage, also Speicherkapazität, gibt es auch in Europa. Damit kann man ein bisschen der Kritik, ich gebe meine Daten nach Amerika, aus dem Weg gehen. Es gibt verschiedene Leistungsstufen für die Maschinen, von Micro Edition, ganz klein, die es im ersten Jahr sogar kostenlos gibt, über so normale, ich glaube, 2-Core-Maschinen mit um die 2 GHz, die, ich meine, um die 2 Euro pro Tag kosten, bis zu dicken Maschinen, die ja wie übliche Hardware im Serverbereich halt richtig viel Leistung verträgt oder bietet. Wenn man ein System wie unseres quasi einmal hinstellt und dann laufen lässt, im Grunde genommen unverändert, dann macht diese Abrechnung pro Tag doch ziemlich hohe Kosten aus. Dafür bietet Amazon auch eine Lösung. Man kann sagen, ich hätte gern diese Maschinen für ein Jahr oder 2 Jahre und bekommt dann einen entsprechend dicken Rabatt eingeräumt. Dadurch wird das nochmal wesentlich günstiger. Die Softwareausstattung bei Amazon geschieht über Images. Das sind halt quasi eingefrorene Zustände mit installierter Software und Konfiguration.
Auf diese Weise kann man sich diverse Linux, auch Windows, abrufen. Man kann auch lizenzierte Software wie WebLogic oder Oracle-Datenbanken abrufen. Auf die Weise hätten wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. Man kann aber auch selber die Software lizenzieren und nach eigenem Bedarf installieren. Je nach Anforderungen, bei uns wäre dann die Überlegung, passt oder wäre zu prüfen, passt die Anwendung, die wir da vorliegen hatten, auf das fertige Image, was zum Beispiel Oracle liefert, oder macht es Sinn, selber zu installieren, um schon mal die meisten Bedürfnisse der Anwendung, so wie sie ist, zu befriedigen. Ups, ich drücke mal an die falsche Stelle. Ja, wo ist er? Der große Vorteil nach den ganzen Schwierigkeiten, die wir mit dem Betreiber hatten, ist darin zu sehen, dass man bei so einem Cloud-Angebot, was man im Internet per Knopfdruck abruft, selbst der Betreiber ist oder den selbst organisieren kann. Es gibt dann keinen, der Reglementierungen vorschreibt, die einen davon abhalten, notwendige Dinge zu tun oder die viel Abstimmungsbedarf benötigen. Natürlich geht das nicht von selbst, aber man hat es halt selber in der Hand. Zum Storage oder Massenspeicher. Amazon sieht da im Wesentlichen diesen S3 genannten Key-Value-Store vor. Das kann man sich vorstellen wie ein riesiges Dateisystem. Es bietet aber andere Zugriffsmöglichkeiten. Inwiefern wir mit der vorgefundenen Software da zurechtgekommen wären, kann ich nicht beurteilen. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber man hat natürlich durch das Image oder nach Start eines Image einer virtuellen Maschine auch ein Dateisystem und könnte darüber einen File-Service organisieren. An Zugängen hätte man wahrscheinlich alles nach Bedarf vorfinden können oder abrufen können, wenn man sich den WebLogic installieren lässt oder installiert, wird man mit Sicherheit notwendigerweise einen Admin-Zugang haben. Man wird von Amazon einen SSH-Zugang, also einen Konsolenzugriff auf die virtuelle Maschine bekommen. Vermutlich gibt es auch kein Problem, die Datenbank für Direktzugriffe von Schnittstellenpartnern irgendwie freizumachen. Und auch ein FTP-Server sollte realisierbar sein. Was die Sicherheit angeht, das wäre sicher der Hauptkritikpunkt oder das größte Hindernis daran, statt dem bekannten Rechenzentrumsbetreiber einen Cloud-Anbieter wie Amazon zu wählen. Es gibt auch bei Amazon die Möglichkeit, die Maschinen in einem eigenen Netz zu organisieren. Das nennt sich dann, glaube ich, Virtual LAN. Auch da besteht die Möglichkeit, per Firewall die Zugriffe auf gewisse Stellen einzuschränken, um zum Beispiel genau die Nachbarsysteme und genau die gewünschten Clients anzubinden. Und die Verbindungen zu Nachbarsystemen kann man auch über eine VPN-Verbindung verschlüsselt und ja, als Punkt-zu-Punkt-Verbindung realisieren. Da man bei Amazon die Möglichkeit hat, nach Bedarf die Maschinen zu konfigurieren, hochzufahren und runterzufahren und alles per Klick abrufen zu können oder per API sogar automatisiert, hat man viel bessere Möglichkeiten, da quasi immer wieder neu zu gestalten, zu beurteilen und aufgrund von Erfahrungen umzukonfigurieren oder neu zu gestalten. Das war bei der einmal aufgesetzten Umgebung eben nicht möglich. Kommen wir zum letzten Thema. Dieses Software-as-a-Service-Angebot, was ich da letztens kennenlernen durfte,
kommt von Salesforce. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist ein Kundenpflegesystem im Wesentlichen, was durch Konfiguration und Programmierung mehr oder weniger beliebig angepasst und erweitert werden kann. Dieses System kann man im Browser einfach aus dem Internet abrufen, genau wie eben solche Cloud-Rechner oder Rechenleistungen. Nur, dass man da direkt eine schicke Anwendung vorfindet. Die läuft permanent auf den Servern von Salesforce. Da gibt es ein paar Rechenzentren weltweit. Das Ding ist hochgradig verfügbar. Die bieten mit einer Website die Möglichkeit abzurufen, wann irgendwo in den Rechenzentren gewisse Instanzen ausgefallen sind. Und da gibt es angeblich 99,99% Verfügbarkeit. Scheint also ziemlich betriebssicher zu sein. Die Konstruktion ist eine sogenannte Multi-Tenant-Anwendung. Das heißt, die Server verwalten alle Daten aller Kunden gemeinsam. Es gibt nicht getrennte Installationen für verschiedene Kunden, sondern die Server sind in der Art aufgesetzt, dass durch das Login klar ist, wer woran darf. Die haben dann die Trennung auf logischer Ebene irgendwie realisiert, aber es geht nicht so, dass man da quasi seinen eigenen Server bekommt, wo dann die eigene Kundenverwaltung drauf läuft. Es läuft alles auf denselben Servern gemischt. Da es extrem verbreitet ist, ich weiß nicht, wie viele Kunden, ich meine um die 100.000 Kunden hätten die, gehe ich mal davon aus, dass die Sicherheit da gewährleistet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich mit der Verbreitung leisten würden, irgendwelche Sicherheitslücken, zumindest nach Bekanntwerden, überhaupt zuzulassen. Es gibt immer wieder Fehler, aber die werden bei denen sicher schnell abgestellt. Nach dieser Woche Beschäftigung damit und Handbuchstudium habe ich den Eindruck, die Architektur ist sehr sauber. Also im Grunde genommen so, wie man endet, wenn man mit viel Erfahrung über Jahre eine Anwendung entwickelt. Das Ding läuft zügig, hat eine schicke Oberfläche. Der Zugriffsschutz ist ziemlich ausgefeilt. Da gibt es insbesondere die Möglichkeit, dass man die Daten auch innerhalb einer Organisation, so wie die sich, wie die Kunden nennen, so teamorientiert sichtbar machen können. Also sagen wir mal, wir wären in einem Team und wären in einer Organisation aufgehangen, dann würden die Daten, die wir einstellen, im Team sichtbar und für den Manager oben drüber sichtbar, aber im Nachbarteam sind die Daten nicht sichtbar. Das kann man zumindest so einstellen. Und das funktioniert dann eben auch in größeren Organisationen. Das System ist über diverse Schnittstellen kombinierbar mit anderen Systemen, also auch so Anforderungen wie eben aus dem ersten Projekt erläutert, Dateiaustausch oder irgendwelche Serviceaufrufe kann man mit Salesforce gut realisieren. Man braucht auch gar nicht unbedingt diese Kundenverwaltung mit einrichten lassen, sondern man kann auch sagen, ich hätte gern nur das Gerüst, wo eine Benutzerverwaltung und eine Weboberfläche zur Verfügung steht und so ein paar Basisdienste wie ein Kalender und eine Tasklist. Und alles andere möchte ich selber gestalten, weil ich nicht eine Kundenverwaltung, sondern irgendwas anderes damit realisieren will. Und dann kann man damit RESTful Web Services oder SOA Services sich anbinden oder Schnittstellen zu anderen Systemen realisieren, auch in anderer Richtung, aus Salesforce-Anwendungen raus, andere Systeme aufrufen. Man kann auch öffentliche Websites auf der Plattform oder nebendran realisieren, wo Informationen aus dem System dargestellt werden. Und was sehr interessant ist, auch
insbesondere für kleinere Projekte. Man findet direkt in der Web-Oberfläche auch eine Entwicklungsumgebung vor, sodass, wenn man mal mit Konfigurationen nicht hinkommt, man Kleinigkeiten direkt im Browser realisieren kann, ohne dass man dafür ein aufwendiges Entwicklungssystem installieren müsste. Bei größeren Projekten macht es natürlich Sinn, eine Entwicklungsumgebung mit einem Eclipse und einem Repository, wo Quelldateien versioniert abgelegt werden, aufzusetzen. Und für den Zweck kann man dann auch über eine Programmierschnittstelle Änderungen aus einem Entwicklungsarbeitsplatz in die Instanz bei Salesforce aktivieren. Die Programmiersprache, also man muss erstmal sagen, das Allermeiste geht per Konfiguration, damit sind Workflow abgedeckt, eigene Objekttypen, Datenfelder, Regeln auf Datenfeldern oder auf Objekten, Workflow kann man realisieren, Sichtbarkeitsregeln, Änderungsbeschränkungen. Und wenn das nicht mehr reicht, dann kann man auf Programmierung ausweichen. Da steht eine Sprache zur Verfügung, die Java sehr ähnlich ist, die sich aber in gewisser Weise darauf beschränkt, was Anwendungslösungen in dem Umfeld erfordert. Man hat zum Beispiel da nicht alle Java-Bibliotheken zur Verfügung, kann aber einfach so einen Datenbankzugriff realisieren. Auch das macht einen ziemlich durchdachten Eindruck. Ein angenehmer Vorteil ist auch, dadurch, dass alles bei Salesforce läuft, dass die Updates zentral realisieren. Also man muss sich gar nicht um den Betrieb kümmern. Weder ein Betreiber, abgesehen von Salesforce, noch der Kunde. Salesforce macht dreimal im Jahr größere Releases und die kündigen dann ihre neuen Features vorher an. Man hat als Kunde die Möglichkeit, einzelne Features verspätet aktualisieren zu lassen, wenn es irgendwo den Verdacht gibt, dass was nicht weiter funktioniert. Aber im Grunde genommen werden die Updates einfach automatisch übernommen. Da das alles in den Servern von Salesforce passiert und in einer großen, auf einer großen Codebasis, braucht man sich kaum darum kümmern. Für Entwickler nach altem Stil oder nach dem üblichen, verbreiteten Stil, sage ich lieber, bietet die Plattform Möglichkeiten des Debuggens, des Loggens, Datenimport, Export. Wenn man Änderungen im Team durchführt in einem Projekt, kann man Änderungen in Change Sets zusammenfassen. Es gibt, wie gesagt, eine API, mit der man automatisiert Änderungen an einer Salesforce-Instanz durchführen lassen kann. Zum Beispiel für Continuous Integration Server. Also es macht einen ganz runden Eindruck. Und der riesige Vorteil ist halt darin zu sehen, man startet direkt mit einem lauffähigen System. Man kann sie im Grunde genommen ad hoc mit einem Kunden zusammensetzen und am Rechner die ersten Schritte machen, um die Anwendung so wie sie ist, dahin zu bringen, wo er sie haben will, wo er sie benötigt. Damit wäre ich mit meinem Vortrag durch.